Okay, wir haben wieder die Briten am Start. Erstmal zwei eine Infanteriesektion machen wir. Eine. Und ein Pioneer Squad. Dann nehmt mal ihr Pioneers hier links direkt dreimal Fuel ein. Und stellt euch dann defensive auf. Die Infanteriesektion. Oh, oh. Alter. Holy shit. Entschuldigt, dass ich hier so rumschreie. Tut mir leid. Jungs. Was gibt's zum Essen bei Sander Speak? Danke, Sarah. Ich habe kein Insta. Dann gönn dir als App auf dem Handy. Insta ist cool. Gerade wegen den Stories und so. Ein paar Bilder rausballern. Du kannst halt gut informieren über Insta. Es hat schon auch einen gewissen Mehrwert einfach. So, die Pack nimmt da ein. Ihr rennt mal vor. Nachbauen direkt hier. Lasagne Bolognese, so rum, Alter, gerade richtiger Sprachhänger. Und Pizzabrötchen mit Käseschinken. Sehr geil, da wünsche ich dir einen hammergeilen Appetit und einen geilen Stream, den du nebenbei dir gönnen kannst. Sehr, sehr schön. Hört sich nach einem geilen Sonntag an, den du dir machst, Mann. So war es bei mir gestern auch mit dem schön entspannten Essen. Die kriegen hier das Recon-Paket. Wir bauen hier mal. Ja. Kommen sie schon. Oh. Oh, wieso geht das nicht? Ah, man kann nicht so nah an die Dinge hinbauen. Okay. Will gerade gucken, ob das auch grüne Deckung gibt dann. Die da oben hängen da schon rum. So, ihr Cap direkt. Kann ich jetzt. Darf ich mal schießen dieses Mal? Irgendwie nicht. Heavy Machine Gun, ready for orders. Hier, Gewehrgranate. Das ist interessant, weil die Briten jetzt Gewehrgranaten haben. Können wir minen? Nee, können wir nicht. Okay, lauft mal da hoch. Das ist vorbei hier, die Aktion. Gibt es grüne Deckung? Ja, mal vergleichen wir mal nebendran kurz mit dem Sandsack, dass ich ein bisschen Erfahrung sammle mit Deckung. Und oh, okay. Aha, das ist doch ganz geil, so. Ich bin provisorisch auf Facebook, das reicht mir. Ja, Facebook ist natürlich auch cool, ich habe auch einen Facebook-Account gemacht, aber Facebook ist eher für die bisschen Älteren einfach was. Das ist nicht mehr wirklich aktuell, auf Facebook geht nicht mehr wirklich was, muss ich sagen. Das ist wohl so. Guck mal, wir können hier überall ein bisschen Deckung hinbauen. Kennt ihr? Man muss auch nicht überall vertreten sein. Das ist tatsächlich so, dass es gar nicht unbedingt sein muss. Aber Insta finde ich halt einfach cool, weil du Stories machen kannst und die Stories eben informativ sein können. Sowas wie, hey, ich mache jetzt einen Stream. Wer Bock hat, kann reinschauen. So ganz kurz und knackig einfach hier. Gönnt euch und fertig. Der Flamethrower hat sich noch nicht so krass bewährt. Ich werde trotzdem mal einen bauen, um zu probieren. Ich muss zeitgleich hier unten mal noch gucken, was abgeht. Kämpfen sie auf Long Range. Dann ziehen wir da mal eine Infanteriesektion hinzu. Ich habe eigentlich grüne Deckung. Verliere aber trotzdem den Kampf. Beziehungsweise I lost unit. Geht mal darüber, bitte. Die bleiben hier. Da oben. Das MG lassen wir auch da. Boah, der Flamethrower. Geil aussehen, Tudor. Pizzabrötchen kannst du haben. Wir müssen nur ein Bestellwert zusammenbekommen. Oh mein Gott. Der eine Lieferant hat einen Mindestbestellwert von 50 Euro. Ja, also das ist so. Ich habe gestern auch einen gefunden. Der eine hat Mindestbestellwert 35 Euro. Also Leute, wirklich, ist zu viel für mich alleine. Zu zweit geht's vielleicht noch. Okay, ich habe dann gestern auch für 25 Euro alleine bestellt. Aber das waren auch Essen für im Endeffekt, ihr habt es gesehen, die Portion ist das Essen für zwei Tage. Die Gewehrgranate ist so geil. Oh, könnt ihr die Jungs alle? Knatter die weg! Oh, jetzt kommt er. Ja, die dumme Base hätte man auch wissen können, ne?
Stell mal die Briten hier anständig auf. Was haben wir hier? Sag mal, kann ich die nicht irgendwie so zerreißen, dass die Einheit komplett zerlegt wird? Naja, Stewards halt. It feels like summer. Was war das so? V? Ich kann irgendwas mit dem Gebäude machen. Ich kann irgendwie dieses Gebäude entwiggeln. Wiggle diggle. Flamethrower 1, Flamethrower 2. Ja, komm, gegen Bots bin ich Flamethrower, das passt. Und Aufklärung, die kommen eh bloß mit Infanterie. Wobei, warte, ich könnte auch warten und dann bringe ich gleich. Ja, ich warte. Kann ich hier nicht Ding bauen? Nee, ich dachte, ich kann hier vielleicht Supplies bauen, also Hazes. Brauchen wir Munition, Leute. Mal ein bisschen offensiver gehen an der Stelle. Er probiert, ein Fuel zu holen. Wir gehen da runter, weil da wird auf Long Range gekämpft. Und wir haben hier zwei wichtige Punkte. Wenn ich zu schnell, zu hektisch rumklicke und es hässlich wird zum Zuschauen, sagt mir Bescheid, gell? Ich kann auch ein bisschen langsamer spielen. Und ich feier's und hab halt Bock auf Micromanagement. Bau mal hier ein Ding hin. Lauft mal zurück. Hat er doch. Scheiße. Oh, die Flanke, Alter. Ah, das tut weh. Und drüber über den Zaun, Jungs. Das ist eigentlich eine Mauer, aber passt trotzdem. Einheit bereit, wie bestellt. Chillig. Können wir die beim Durchrennen abfangen? Yes, haben wir die. Bin auf Messenger Rema gewechselt. Okay. Wenn ich Indisch bestelle, bestelle ich für 25 Euro. Geil. Das ist eine ordentliche Portion. Guck mal, die kommen doch immer darüber. Machen wir mal hier mein Party. Also Ammo ist tatsächlich so ein Ding, was man irgendwie nie zu viel hat. Aber das ist, glaube ich, wenn man auf Micromanagement Wert legt und halt einfach die Ressourcen einsetzt, so wie es in Anführungszeichen auch geplant ist. Up on your feet. Auf geht's. Was sagt unser PopCap? 41, Alter. Ich kann ja noch Units bauen as fuck. Nochmal Steward raus. Wir sammeln mal hier kurz in der Mitte nochmal, wenn Units kommen. Und wir bringen nochmal eine Infanteriesektion dazu. Wo kämpfen die gerade? Ah. Hier. Oh. Volksgren, schwierig. Haben nämlich immer die blöden Fäuste mit dabei. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, ist eigentlich. Ah. Self-Repairing wieder am Start. Ne, ist eigentlich immer nur Curry, Huhn mit Reis. Geil. Der Rest ist Brot. Warum sind die jetzt gerade nicht gemoved? Move. Wo ist denn der andere Steward? Ach, der steht da unten. Brett ist Beste. Das kenne ich gar nicht, Spot. Sollen wir mal trollen? In die Base rein? Und, ich will einfach mal gucken, wie das ist mit Base Raping. Ob es da speziellen Schutz zuvor gibt oder. Okay. Es hängt? Ah, okay, deshalb.